Liebe Freunde, einige Gedanken zu Parashat Achrimot. In Parashat Achrimot wird der besondere Tempeldienst beschrieben, den der Kohen Gadol am Yom Kippur zu machen hatte. Ein wichtiges Gesetz dabei war, dass als der Kohen Gadol den Dienst im Stiftzelt, nicht nur im Allerheiligsten, sondern im Stiftzelt verrichtete, im Ohel Moed, musste er allein sein. Warum alleine? Warum nicht mit anderen? Eine mögliche Antwort darauf ist, es könnte doch Folgendes vorkommen. Der Kohen Gadol, der Hohepriester, sühnt für das ganze jüdische Volk und verrichtet in diesem heiligen Tag die Avodah, die Arbeit. Könnte doch so eine besondere Position in dem Kohen gewisse Gefühle von Hochmut hervorheben. Der Kohen könnte sagen, ich bin der auserwählte Tzadik, der Gerechte, der hier zwischen Mensch und Gott steht. Und er würde die Arbeit machen und vor den Augen der anderen würde er die Arbeit verrichten und immer darüber nachdenken, wie schaut mich der an, wie schaut mich der an. Ich muss das perfekt machen, um in den Augen der anderen perfekt auszusehen. Sagt die Torah, wenn es darum geht, für die Gemeinschaft zu sorgen, für die Gemeinschaft zu arbeiten, dann ist es zweitrangig, was die Menschen über einen denken, was die Menschen über einen sagen. Das Wichtigste ist erstmal, den Dienst für die Gesamtheit zu verrichten. Der Kohen Gadol sollte alleine dort sein, um nicht irritiert zu werden, um eine Show, Gott behüte, abzuziehen für die Leute, die da waren. Sondern seine primäre Aufgabe war es, für Hashem den Dienst zu leisten, für Gott den Dienst zu leisten. Und oft ist es so, auch in unserem Leben, wir machen uns Gedanken darüber, was denkt jeder über mich, was denkt der über mich, wie kann ich in den Augen des anderen besser aussehen. Aber das ist nicht das Primäre in unserer Aufgabe im Leben. Sondern das Primäre ist, was denke ich selber über mich? Wie kann ich mich selbst verwirklichen, nicht unbedingt in den Augen der anderen? Was die anderen sagen, ist auch eventuell wichtig. Aber das Primäre ist, wie sehe ich mich selber in meinen eigenen Augen? Und oft ist es so, dass wir uns auch Illusionen machen. Wir meinen oft, dass die anderen denken so viel und so viel über uns. Aber in Wirklichkeit, die anderen Menschen sind auch mit ihren Sachen beschäftigt. Die Hauptsache ist, erstmal über sich selbst zu denken, zu schauen, wie macht man seine Arbeit am besten. Und was die anderen denken, das kommt an zweiter Stelle. Shabbat Shalom.